Also im IT-Bereich war es ja klassischerweise Daddys Garage, in der gegründet wurde. Bei uns war es ähnlich klassisch das WG-Zimmer in Schwabing, Holzbrett an die Wand genagelt, das hieß Firma. Heute heißt die Firma Gehrlicher Solar mit Sitz in Dornach bei München. Knapp 400 Angestellte arbeiten an der Energieversorgung der Zukunft. Gehrlicher hat weltweite Tochtergesellschaften, darunter in Spanien, Italien, Frankreich, Indien und den USA. Die Gehrlicher Solar AG baut und plant Photovoltaikanlagen, sowohl für kleine Endkunden, also die berühmten Einfamilienhausbesitzer, aber auch für institutionelle Großanleger. Da reden wir über große Photovoltaikkraftwerke. Daneben sind wir im Handel tätig, sprich bei uns kann man alle Komponenten einer Photovoltaikanlage erwerben. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2000 verschaffte der gesamten Solarbranche den nötigen Schub. Derzeit deckt die Photovoltaik rund 2% des deutschen Energiebedarfs. Tendenz steigend. Rund 50 Länder weltweit haben bisher ein ähnliches Förderprogramm aufgelegt. Mit der schwarz-gelben Koalition tauchten für die Branche erste Wolken am Horizont auf. Unabhängig davon, ob es um Kernkraft geht oder nicht, sehe ich die große Gefahr, dass der Mittelstand ferngehalten werden soll von der Energieerzeugung. Spätestens seit dem Regierungswechsel und dem deutlichen Cut bei den Einspeisevergütungen in Deutschland ist klar, alle Solarfirmen in Deutschland müssen raus ins Ausland. Das wird zur Schicksalsfrage. In Brasilien, den USA, Indien und Afrika sieht Gehrlicher enormes Wachstumspotenzial. Wir haben im Zuge unserer Bemühungen, dort verstärkt Umsatz zu generieren, etliche Demoprojekte in afrikanischen Ländern realisiert, teilweise auch getrieben von unserem Gedanken der sozialen Verantwortung, häufig auf Schulen, für Krankenhäuser, Strom bereitgestellt etc. Und so brannte auf der kleinen, zum Land Guinea-Bissau gehörenden Hühnerinsel am 3. März 2010 zum ersten Mal nachts eine Lampe. Oder diese Schule im Kongo. Dank Solarenergie können die Kinder abends länger lernen und auch die Schulcomputer können nun regelmäßig genutzt werden. Die Ideen gehen den Solarprofis aus München nicht aus. Ein Quell ständiger Innovationen, sind tatsächlich unsere eigenen Bauaktivitäten. Ein Beispiel, eine Schraube, die man von unten nach oben in ein Gewinde dreht, fällt einfach ständig auf den Boden. Ich muss mich bücken, muss die Schraube aufheben. Ich verliere also sehr viel Zeit bei der Montage. Dieses Thema kann man einfach beheben, indem man die Schraube von oben nach unten eindreht. Dass es auch eine Spur größer geht, beweist der eigens entwickelte Solarroboter. Über GPS gesteuert kann der Roboter in Zukunft komplette Felder autark bestücken. Gehrlicher konzentriert sich bewusst auf Planung, Bau und Betriebsführung von kleinen Dachanlagen bis hin zu Multimegawatt-Solarparks. Die Module werden zugekauft. Heute liegt der Anteil des Modulwertes bei einer kompletten Solaranlage, turnkey errichtet, inklusive Projektentwicklung, in der Größenordnung 30%, Tendenz weiter fallend. Das heißt, unser Anteil der Wertschöpfung liegt inzwischen bei 60, Tendenz 70%. Und eines ist sicher, Öl und Erdgas werden in Zukunft immer teurer werden. Weltweit ist das Potenzial derart groß, dass wir uns um brancheninterne Konkurrenz nicht wirklich Sorgen machen müssen. Vielmehr besteht die Kunst darin, diese ständig neu entstehenden neuen Märkte tatsächlich auch zu bedienen. Für Gehrlicher sind das sonnige Aussichten.